Mir zugeschaltet ist jetzt David McAllister, Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments. Guten Abend. Einen schönen guten Abend aus Brüssel. Herr McAllister, wie sieht man den Antrag Finnlands und Schwedens auf NATO-Mitgliedschaft in der EU? So wie überall in der Europäischen Union und in der NATO begrüße auch ich sehr diese Entscheidung von Schweden und Finnland, Mitglied unseres NATO-Bündnisses zu werden. Und wir sollten beide Länder nun zügig in die NATO aufnehmen. Und am besten wäre, wenn das noch im Herbst über die Bühne gehen könnte. Wie schätzen Sie die Aussage des russischen Staatschefs ein zum Beitritt? Er sagte, es sei aufgebauscht und durchschaubar. Sein stellvertretender Außenminister ist sehr viel schärfer aufgetreten und hat es einen schwerwiegenden Fehler mit weitreichenden Folgen genannt. Es ist eine souveräne Entscheidung von Schweden und Finnland, wie sie sich außenpolitisch aufstellen und ob sie dem NATO-Bündnis beitreten wollen oder nicht. Dass es diese Debatte jetzt in einer so schnellen Zeit gegeben hat, diese Kursveränderung der schwedischen und finnischen Politik, das ist eben auch eine direkte Folge des barbarischen völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der Russischen Föderation gegen die Ukraine. Das ist nämlich nicht nur ein Angriff Russlands gegen die Ukraine, sondern ein Angriff auf die europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur. Und Schweden und Finnland fühlen sich nachvollziehbar sicherer, wenn sie demnächst dann auch Mitglied der NATO sind und damit auch Artikel 5 Garantien erhalten. Wie könnte eigentlich die EU reagieren, wenn es einen Angriff auf Schweden oder Finnland gäbe, bevor sie Mitglieder von NATO sind? Also sobald sie NATO-Mitglieder sind, gilt der Artikel 5 des NATO-Vertrages. Vorher gilt Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrages. Schweden und Finnland sind ja Mitglieder der Europäischen Union und wir verpflichten uns eben auch in der Europäischen Union, uns gegenseitig zu unterstützen im Falle eines Angriffskrieges. Aber natürlich ist die NATO-Mitgliedschaft noch mal etwas anderes für Schweden und Finnland, weil dann auch die Unterstützung der transatlantischen Partner garantiert ist, allen voran die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber sagen Sie noch einmal ganz kurz, wie würde eine Unterstützung der EU aussehen für Ihre Mitgliedsländer? Wie könnte man sich das vorstellen? Naja, auch wir haben ja in dem von mir bereits erwähnten Artikel 42 Absatz 7 eine Beistandsklausel, dass sich die europäischen Unionsmitgliedstaaten gegenseitig unterstützen im Falle einer militärischen Auseinandersetzung. Das sind Vorschriften, die bislang kaum angewandt worden sind. Auch die Literatur zu diesem Thema ist überschaubar, aber dass wir uns gegenseitig auch militärisch und sicherheitsmäßig unterstützen in der Europäischen Union, ist, denke ich, mittlerweile auch herrschende Meinung. Sie hörten die Regierungschefin Andersson aus Schweden. Wir können das Gehörte noch einmal mit dem Europaabgeordneten und Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, David McAllister, einordnen. Aus der Türkei kam ja ein ganz anderes Signal an Finnland und Schweden. Es seien angeblich Länder, in denen sich Terroristen zu Hause fühlten, hieß es seitens des türkischen Außenministers Cavusoglu. Er bezog sich offenbar auf die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Was bezweckt die Türkei mit diesem Einwand aus Ihrer Sicht? Nun, um neue NATO-Mitglieder aufzunehmen, braucht es eine einstimmige Entscheidung aller NATO-Mitgliedspartner. Alle haben sich grundsätzlich positiv dazu geäußert. Es hat einige anderslautende Aussagen aus der Türkei gegeben, aber am Wochenende gab es auch schon wieder versöhnlichere Signale. Wenn ich den amerikanischen Außenminister richtig interpretiert habe, dann hat er ja auch gesagt, dass er sich mit seinem türkischen Amtskollegen einig war, dass man grundsätzlich auch das gleiche Ziel verfolgt. Wie gesagt, Schweden und Finnland sind bereits jetzt Enhanced Opportunities Partner der NATO. Wir arbeiten bereits jetzt eng mit ihnen militärisch zusammen und sie werden ein echter Gewinn für unser Verteidigungsbündnis. Dass das jetzt ein wenig begleitet wird von türkischer Rhetorik, das wird jetzt in Ruhe zu diskutieren sein, aber die Bundesaußenministerin selber hat ja auch gesagt, dass sie zuversichtlich ist, dass wir schnell zu einer Einigung kommen können. Ich würde mich sehr freuen, wenn Finnland und Schweden im Herbst spätestens Mitglied unseres Bündnisses werden.
Aber gibt es so etwas wie Verhandlungsoptionen, dass die Türkei sagt, wir beispielsweise jetzt die Türkei sagt, wir hätten es gerne, dass in diesen Ländern mehr darauf geachtet wird und diese Länder es diesem NATO-Mitglied dann zusagen? Gibt es so etwas oder ist das jetzt nur ein bisschen, ja, Getöse gewesen? Naja, wie gesagt, eine NATO-Aufnahme erfordert eine Einstimmigkeit. Insofern brauchen wir auch die türkische Zustimmung. Ich finde, die türkische Regierung, der türkische Präsident sollten ganz klar sagen, welche Kritikpunkte sie haben. Und dann wird darüber in Ruhe zu sprechen sein. Ich glaube aber, das ist in der Tat etwas Begleitmusik, rhetorische Begleitmusik aus der Türkei, möglicherweise auch von innenpolitischen Problemen, die ja gravierend sind, in der Türkischen Republik auch abzulenken. Ich glaube, auch die Türkei wird erkennen, dass Schweden und Finnland ein berechtigtes Anliegen haben, in unserem Verteidigungsbündnis mit aufgenommen zu werden. Und darüber hinaus, sie sind eben nicht nur militärisch für uns ein interessanter Partner, weil sie gut ausgebildete, gut ausgestattete Streitkräfte haben. Sie haben natürlich auch geostrategisch eine besondere Bedeutung, denn durch die Aufnahme von Schweden und Finnland würde beispielsweise die Ostsee ein Binnenmeer von NATO-Anrainerstaaten werden. Und wir haben es durch Schweden und Finnland auch leichter, die Unterstützung für das Baltikum zu organisieren. Inwiefern schöpft die EU ihre Möglichkeiten im Rahmen ihrer Außenpolitik aus, um sich gegen die Bedrohungen seitens Russlands zu wehren? Dazu beraten ja derzeit auch die Außenministerinnen und Minister der EU. Ich plädiere seit langem dafür, und nicht nur ich, sondern viele andere im Europäischen Parlament, dass wir endlich echte Fortschritte machen in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. In der Handelspolitik, wo wir uns vollständig vergemeinschaftet haben in diesem Politikfeld, da haben wir als Europäer echte Augenhöhe mit allen anderen Mächten auf dieser Welt. Aber in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik operieren wir weiterhin weit unter unseren Möglichkeiten. Hier sind vor allen Dingen die Mitgliedstaaten gefordert. Wir brauchen von den 27 Mitgliedstaaten den echten politischen Willen, dass wir außenpolitisch mehr mit einer Stimme sprechen, dass wir selbstbewusster auftreten. Der strategische Kompass, den die Staats- und Regierungschefs im März verabschiedet haben, ist aus meiner Sicht eine Art Weißbuch hin zu einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und mehr gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist eine Grundvoraussetzung, dass wir außenpolitisch glaubwürdiger auftreten können. Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik bedeutet für mich ganz klar, dass wir europäischer werden wollen, aber zugleich transatlantisch bleiben werden. Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik sollte niemals gegen die NATO oder gerichtet sein oder im Wettbewerb mit der NATO stehen, sondern es geht darum, bestehende NATO-Fähigkeiten sinnvoll zu ergänzen. Herr McAllister, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Einen schönen Abend aus Brüssel.